Im goldenen September trafen sich in der Tutzinger Akademie für politische Bildung Experten aus Wissenschaft und Politik. Ein Hearing über Bioethik. Im Zentrum die Frage nach der sinnstiftenden Definition, was gute Wissenschaft ausmacht. Die Verantwortung des Wissenschaftlers? Oder die Suche nach Wahrheit? Oder gesellschaftlich relevante Forschung? Hier am Starnberger See vor den Toren Münchens stand das Thema synthetische Biologie auf dem ethischen Prüfstand. Dass natürlich jeder Forscher, jede Forscherin hier auch natürlich Verantwortung hat. Mit dabei Professor Kirsten Jung. Als studierte Biochemikerin hat sie den Lehrstuhl für Mikrobiologie an der Münchner Universität inne. Sie ist im täglichen Umgang mit Mikrowesen tätig und setzt als Wissenschaftlerin im Bereich der Grundlagenforschung vor allem auf die Verantwortung des Einzelnen. Eine verstärkte Regulierung der Wissenschaft durch den Ethikrat hält sie nicht für erforderlich. Sie spricht sich für den unverbindlicheren Dialog von Wissenschaft und Politik aus. Regulatorien haben wir insofern, und die sind jetzt auch nicht mit der synthetischen Biologie dazugekommen, dass man also mit genetisch veränderten Organismen im Rahmen des Gentechnikgesetzes arbeitet, dass man als Mikrobiologen natürlich den Regeln des Seuchengesetzes unterliegt. Das ist ganz klar. Wir können also nicht Organismen einfach frei in den Ausguss geben, sondern die werden alle tot autoklaviert. Wie gesagt, den Ethikrat, die Empfehlung, ich verfolge das, ich finde das sehr gut, aber wie gesagt, eher als nicht als Regulatorium für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern eher als Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft. Ein weiterer Teilnehmer am Hearing war der ehemalige Staatssekretär im Forschungsministerium, Wolf-Michael Kartenhusen. Erstmal ist natürlich klar, dass jede Art von Normenbildung, die wertebezogen ist, einem Wandel, gesellschaftlichen Wandel unterworfen sein kann. Als Repräsentant der politischen Kaste sieht er die Aufgabe der Bioethik vor allem darin, den Rahmen wissenschaftlichen Handelns im gesellschaftlichen Kontext vorzugeben. Kartenhusen formuliert als ultimative Frage für die Bioethik: Wollen wir eine zweite, vom Menschen geschaffene Evolution? Er hat darauf eine klare Antwort, die heißt Nein. Bioethik als Erkenntnisbremse? Ich denke, den Erkenntnisfragen sollten keine Grenzen gesetzt werden. Aber natürlich vor allem dann, wenn es in der biologischen Forschung um Lebewesen geht, um Eingriffe in die Natur geht, dann müssen unsere gesellschaftlichen Standards auch bei den Forschungsgegenständen berücksichtigt werden. Das heißt zum Beispiel, natürlich müssen Maßstäbe des Schutzes der Umwelt und des Menschen vor etwa toxischen Gefahren, vor Krankheitserregern gewährleistet bleiben. Und deshalb gibt es ja auch im Bereich der Gentechnik ein Sicherheitssystem, wo Vorhaben nach den Gefahren für Mensch und Umwelt beurteilt werden und wo erforderlich sogar Verbote ausgesprochen werden. Die synthetische Biologie ist heute in der Lage, Eigenschaften und Funktionalitäten von lebenden Organismen mithilfe der Gentechnik künstlich zu kreieren. Wo aber liegt die Grenze, die die Forschung nicht überschreiten darf, ohne dass regulierend eingegriffen werden muss? Die Schwierigkeit entsteht dann, wenn ich, und das kann die synthetische Biologie, Gene als Träger von Erbinformationen in ihrer chemischen Struktur so verändere, dass dieses Tier, dieses Lebewesen Eigenschaften erhält, die es bisher so nicht hatte, die im Kontext eines Tieres auch bisher nicht in der Natur vorkommen. Und hier ist natürlich die Frage, wie gehe ich dann eigentlich mit Sicherheitsfragen um, weil ich eigentlich überhaupt keine Bewertungsgrundlagen für neuartige Eigenschaften habe. Und hier, denke ich, hilft uns ein Blick auf die Chemie weiter. Denn solange die in der Chemie nur in der Natur vorkommenden Stoffe chemisch nachgebaut wurden, hielten sich eigentlich die Gefahren für Mensch und Umwelt sehr in Grenzen. Aber in dem Moment, wo wir in der Chemie erlebt haben, dass mithilfe der chemischen Synthese
neuartige Stoffe, die es bisher in der Umwelt nicht gab, entwickelt wurden. Da sind wir damals blind in die Entwicklung reingegangen und haben dann 100 Jahre später festgestellt, was alles etwa an Schäden auch im Grundwasser und ähnlichen Dingen passiert war. Und wir haben heute ein System, das neuartige Stoffe, die in der chemischen Industrie für die Umwelt entwickelt werden, zum Einsatz in der Umwelt entwickelt werden, ein Registrierungs- oder gar Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Und ich denke, wenn es um neuartige Eigenschaften, die ich durch die Veränderung der chemischen Struktur von Genen erreiche, auf Organismen übertragen, dann muss ich zumindest auch dieselbe Vorsicht walten lassen, wie ich es mit neuen durch chemische Synthese entstandenen Stoffen tue, die in der Umwelt nicht vorkommen. Die mögliche Veränderung des Ökosystems Natur durch die Wissenschaft liegt auf der Hand. Aber wie steht es mit Forschungen in der Informatik, wo auf technischer Ebene an der Nachbildung des menschlichen Geistes gearbeitet wird? Software-Codes und Bioethik? Nur scheinbar weit entfernte Entitäten. Selbstlernende Roboter imitieren schon heute ihre menschlichen Lehrer wie kleine Kinder. Zugegeben, noch sind es vergleichsweise primitive Handlungen, die Roboter im Alltag beherrschen. Das noch plump wirkende Einräumen einer Spülmaschine oder das reichlich bedächtige Füllen eines Glases. Aber die künstliche Intelligenz erobert bereits hochspezialisierte, extrem komplexe Aktivitäten wie das selbstständige Navigieren durch den Stadtverkehr. Autonome Wesen, die sich entkoppelt von ihren menschlichen Schöpfern fortentwickeln, nicht nur ein Plot für Sci-Fi-Literatur, sondern auch ein Thema der Bioethik. Ja, diese Diskussion gibt es in der Ethik bereits. Die Frage, wie wir sozusagen mit künstlichen technischen Systemen umgehen. Die Frage nämlich der Schaffung künstlichen Lebens wird auch von manchen verstanden als Schaffung etwa von Robotern. Hier ist natürlich die generelle Frage, wenn ich technische Systeme schaffe, die zwar Intelligenz haben, aber nur sozusagen vom Menschen abhängig bleiben, nur eine Art Dienstfunktion für den Menschen haben, voll unter Kontrolle bleiben, ist das etwas anderes, als wenn ein solches technisches System sozusagen ein eigenes Leben entwickeln kann, eigene Entscheidungen treffen kann oder sich sogar, wie manche auch spekulieren, sich sogar selbsttätig vermehren kann. Dann entstehen natürlich Fragen nach einem eigenen technischen System, was sozusagen sich im Leben neben der Natur ansiedelt. Ich kann mir solche Entwicklungen nicht vorstellen. Ich denke, wir müssten hier noch viel rigider als in anderen Themenfeldern sagen, der Mensch schafft keine autonomen technischen Systeme, sondern es müssen technische Systeme sein, die dem Menschen dienen. Wir haben jetzt schon einen Grenzfall, wenn Sie an den Einsatz von Drohnen im militärischen Bereich denken, wo sich dann schon die Frage stellt, wie sieht das eigentlich mit der Verantwortung für einen bestimmten Militäreinsatz aus, wenn die sich weitgehend autonom steuern können? Gut, da müssen Gott sei Dank die Menschen noch die Daten eingeben, die Ziele eingeben, aber das zeigt uns so einen Grenzbereich auf. Als prominentes Mitglied des Deutschen Ethikrates entscheidet Kartenhusen politisch mit, was Wissenschaft tun dürfen soll und vor allem, was nicht. Sein Plädoyer, Regulierung der Wissenschaft für mehr Sicherheit und für deren Durchsetzung, wenn nötig, auch Gesetze. Dabei ist gesellschaftlicher Konsens die Grundlage für ihn, Vorgaben an die Wissenschaft zu erarbeiten. Konsensbildung als Ultima Ratio der Bioethik. Hohe Dynamik verspricht das natürlich nicht.